Wir können meinen Vorsitzenden und vielleicht Herr Bürgermeister seinen Bericht suchen. Ja, in meinem ersten Tagesordnungspunkt geht es um Personal- und Sachaufwand für das Finanzjahr 21 für den Verein Stadtmarketing. Die Aktivitäten des Vereins Stadtmarketings sind ja bekannt. Ich denke, wir werden es mehr denn je brauchen, dass wir Leute haben, die sich gezielt darum kümmern, dass das Marketing für den Einzelhandel, für die Gastronomie, für die Innenstadt möglichst gut ist und dass die Geschäfte im Endeffekt auch wieder besser gehen werden in Zukunft. Wir unterstützen, wie gesagt, den Verein Stadtmarketing zu 100% und es geht um 250.600 Euro. Das sind die Personalkosten und die Kosten für das Programm oder für die Aktivitäten, die gesetzt werden. Und ich ersuche um Beschlussfassung. Ersuche um Zustimmung zu dem vorliegenden Bericht. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Damit ist einstimmig angenommen. Mein nächsten Punkt geht es um die Neuzusammensetzung des Personalberates. Dadurch, dass hier einige Mitglieder ausgeschieden sind, sind Neubesetzungen und Nachbesetzungen notwendig für die Frau Vizebürgermeister Wechselberger und für den Vizebürgermeister Hauser sowie für die Gemeinderätin Schürkuber, die im Personalberat gewesen sind. Und anstelle von Frau Wechselberger soll nun die Gemeinderätin Anna-Maria beziehungsweise jetzt die Frau Vizebürgermeister Anna-Maria Demmermeer kommen und statt dem Herrn Vizebürgermeister Hauser der Vizebürgermeister Markus Vogel als neue Mitglieder des Personalberates. Und weiters wird vorgeschlagen, anstelle von der Gemeinderätin Schürkuber den Herrn Christian Baumgarten, Gemeinderat, als Ersatzmitglied für die Gemeinderätin Anna-Maria Demmermeer zu bestellen. Sie haben diesen Vorschlag, gibt es da Wortmeldungen? Dann darf ich darüber abstimmen lassen. Wer ist für diesen Vorschlag? Und zeichnet Zustimmung? Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann auch hier die einstimmige Zustimmung. Mein letzten Punkt geht es um den Investitionskostenzuschuss, schwieriges Wort, 2021 für die Kommunalbetriebe Steyr. Der beträgt 671.700 Euro für das Jahr 2021. Ich darf nur ein bisschen den Blick oder euren Blick auf die Beilage lenken, Investitionsplan, da sieht man, was alles neu beschafft werden soll, vor allem Geräte und Fahrzeuge. Und wenn man sieht, welches Baujahr diese Geräte und Fahrzeuge haben, kann man erkennen, dass wir da schon oder dass die Stadtbetriebe Steyr auch sehr, sehr sparsam und wirtschaftlich mit ihren Gerätschaften umgehen und nur dann im Endeffekt neue Geräte beantragen, wenn es auch wirklich nicht mehr anders geht. Schneepflug plus Kleintraktor, nur als kleines Beispiel, Baujahr 2009. Jetzt soll 2021 ein neuer angeschafft werden und einiges mehr. Gesagt, in Summe sind das 671.700 gut begründet und gut angelegt. Ich ersuche Diskussion und Beschlussfassung. Gut, Sie haben das ersuchen gehört. Gibt es Diskussionsbedarf? Liegt nicht vor. Dann ersuche ich um Zustimmung zu dem Antrag. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann wird auch das einstimmig angenommen. Dankeschön. Und ich darf somit wieder den Vorsitzenden Herrn Bürgermeister übergeben. Ja, bedanke mich, übernehme den Vorsitz und darf den Herrn Vizebürgermeister Dr. Zöttl den Berichterstatter ersuchen. Sehr geehrte Damen und Herren, von meiner Stelle hier als meine erste Wortmeldung möchte ich sagen, den neu gewählten Gemeinderats- und Stadtsenatsmitgliedern wünsche ich alles Gute, gute Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Wirken für Steyr. Bei meinem ersten Tagesordnungspunkt geht es um den Bebauung bzw. Plan Nummer 90 Fischhub. Die erste Änderung, das ist der Bereich südlich der Bahntrasse, der Bereich der Energie AG auf Richtung Michaels-Sieberer Straße oben, da ist ein Areal, da war eine Bebauung vorgesehen, aber da hat es praktisch eine Ansuchen gegeben, dass man dort diesen Bau doch anders errichten könnte und somit ist es notwendig, den Bebauungsplan abzuändern. Es hat da schon zahlreiche Diskussionen und
Überlegungen im Vorfeld gegeben, sowohl im Stadtentwicklungsausschuss wie auch im Bauausschuss. Und dort ist man dann einschließlich zum allen Abänderungen zu einem Ergebnis gekommen, dass man dem so zustimmen sollte. Es hat am Anfang Überlegungen gegeben bezüglich dem Forstparameter, dass man hier 30 Meter vorsieht, war aber eine Empfehlung. Man ist sich dann eins geworden, dass diese 20 Meter genügen, sonst wäre der Bauplatz zu wenig, dass man dann das alles realisieren hätte können. Ist aber die Sicherheit gegeben. Und somit bitte ich um die Zustimmung laut den Unterlagen zur Änderung des Bebauungsplanes Fischhub. Die erste Änderung. Danke, gibt es dazu eine Wortmeldung? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenstimmen, Stimmen, Enthaltungen sehe ich nicht, somit ist dein Antrag einstimmig angenommen worden und ich ersuche den nächsten Tagesordnungspunkt. Danke. Bei meinem nächsten Tagesordnungspunkt geht es um den Wildbach-Fabriksgraben. Das ist nördlich der M1, ehemalige Steuerwerke, in der Neustiftgasse. Hier hat es jahrzehntelang immer Probleme gegeben, wenn Starkregenfälle eingesetzt sind, dass vom Gemeindegebiet St. Ulrich, also von Erzsegen herunter, weil da ist nämlich genau mit der Neustiftgasse und der Straße hinter der MAN die Gemeindegrenze zu St. Ulrich, und war immer eine bisschen heikle Situation, weil da vom St. Ulrich naturgemäß bergab Verklausungen aus dem Wald und alles Mögliche stattgefunden haben, und das war wirklich ein jahrzehntelanges Problem. Jetzt haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, welche Möglichkeit können wir hier finden. Gemeinsam mit St. Ulrich, Vertretern von St. Ulrich, der Wildbach- und Lawinenverbauung und auch dem Landwirt, dem der Grund gehört, der Familie Meyer, haben wir eine Lösung gefunden, eine Drittellösung, die wir jetzt sozusagen umbauen können, und ich muss sagen, es war sehr konstruktiv, sowohl von St. Ulrich als auch vom Grundeigentümer, der sich sogar bereit erklärt hat, diese Verglasungseinrichtungen oder Nichtverglasungseinrichtungen zu räumen. War meiner Meinung nach sehr gutes Entgegenkommen, und da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, kostet 51.000 Euro und das Drittel für die Stadt Steyr wären 17.000 Euro Baukostenzuschuss. Ich bitte um Zustimmung. Wünscht dazu jemand das Wort? Das ist nicht der Fall. Da kommen wir auch hier gleich zur Abstimmung. Wer dafür ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Ist jemand dagegen? Jemand Stimme enthalten? Das ist nicht der Fall. Somit ist auch der Antrag einstimmig angenommen. Bitte, nächster Punkt. Danke. Bei meinem nächsten Tagesordnungspunkt geht es um von der FH schon lange, und ich glaube vor allem vom Herrn Professor Losbichler gewünschtes Projekt, dem Verbindungssteg zwischen den beiden Fachhochschulgebäuden hinter dem Museum Arbeitswelt, was mehr oder weniger viele Vorteile bietet, unter anderem auch dem Museum, weil es mehr Ausgangsmöglichkeiten gibt, wird sozusagen jetzt in die Realisierung umgesetzt. Die Bauabteilung der Stadt Steyr hat es ausgeschrieben im Billigsbieterverfahren, und wir haben jetzt ein sehr gutes Angebot bekommen, welches auch 5% Unvorhergesehenes beinhaltet, und wir müssen ein Drittel dieses Betrages zahlen. Vorab bezahlen wir alles und der Rest wird zwischen FH Steyr oder FH Oberösterreich und dem Land Oberösterreich aufgeteilt. Und in Summe wären dazu 361.000 Euro notwendig. Bitte um Zustimmung. Sie kennen die Wortmeldung, aber ich glaube, über den Steg haben wir schon diskutiert. Das ist etwas, ja, was uns allen Freude bereiten wird. Vor allem freut uns, dass einmal das Land Oberösterreich etwas mitzahlt in Steyr und dass also vom Land Geld nach Steyr fließt. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dafür ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Gibt es eine Gegenstimme? Stimmenthaltungen? Nein, das ist nicht der Fall, sondern ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen zum Radweg Holzberg. Danke. In meinem nächsten Beitrag geht es um die Neuerrichtung eines Radweges am Holzberg. Das ist die alte Wolferner Straße. Aus meiner Sicht ein vernünftiger Beitrag für den Umweltschutz, und es bietet auch für die Fahrradfreunde in Steyr und die sich gern mit dem Fahrrad bewegen, eine sehr gute Verbindung rauf in das Stadtgebiet. Und dieser Weg wird in Angriff genommen, auch in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsausschuss und mit dem Referenten.
Herrn Magister Kaufmann, haben wir diese Lösung herausgearbeitet. Und ich glaube, dass die sehr gut ist. Und gleichzeitig wird bei der Sanierung oder beziehungsweise bei der Errichtung des Radweges der Kanal auch saniert und die Straßenbeleuchtung mitgemacht. Und in Summe werden dafür 203.800,16 Euro inklusive Umsatzsteuer notwendig. Ich bitte um Zustimmung. Ja, ich habe eine Fortsetzung unserer Radwege. Offensive, kann nur sagen und alle auffordern, wir bauen jetzt einen Radweg nach dem anderen. Also die sind aber nicht nur dazu da, dass man gesagt hat, das ist fertig und es wird jetzt gebaut, und das, also sie sind auch zum Benutzen. Also ich hoffe doch, dass diese Radwegoffensive sich auch niederschlägt, dass mehr Leute das Rad benutzen, weil die Verbindungen einfach besser werden, weil Geld ist das schon sehr viel. Aber ich glaube auch, dass da oben in diese Richtung, Richtung Wolfern, eine geschickte Geschichte ist, die uns als Radweg hier sehr, sehr nützlich sein wird. Ja, wer dafür ist, ein Zeichen mit der Hand, bitte. Jemand dagegen? Stimme enthalten? Das ist nicht der Fall, sondern das ist auch dein letzter Punkt. Einstimmig angenommen worden. Vielen Dank.